Ja, meine Freunde, erstmal wunderschön, dass ihr draus wieder eingeschaltet habt zu einem erneuten Video hier auf diesem Kanal. Heute mit zwei Themen gepackt. Zum einen, Kick Top geht Richtung Zielgeraden und ist wohl günstiger als gedacht. Schauen wir mal uns gleich die ganze Nummer hier an. Da das zweites Thema Josh Knight, der ja bei uns lange gehandelt worden ist, als äh, Transfergerücht zumindest, ist jetzt gewechselt, aber nicht zu Werder, sondern äh, ein bisschen... Ja, ein bisschen gegenüber im Norden sozusagen Hannover 96 da sprechen wir gleich drüber ihr könnt gerne alle schon mal ein Däumchen oben da lassen gerne auch ein Abo da lassen und dann meine Freunde apropos Abo da lassen muss ich einmal hier mal zeigen guck mal zack da ist, da ist unser aktueller Abonnentenstand. Wir sind so nah dran an den 26.000 Abonnenten. Würde mich freuen, wenn wir da einen großen Sprung noch machen. Vielen lieben Dank an 423 neue Follower. Ihr seid alle mit dabei hier in unserem Werder-Club sozusagen. Knutscher geht raus. Checkt auch alle gerne den Discord ab, wenn ihr mögt. Da könnt ihr euch nämlich gegenseitig auch immer austauschen. Äh, Freue ich mich sehr über jeden, der hier neu abonniert hat. Und auch vielen, vielen lieben Dank bei meinem neuen Kanal, bei dem Fußball-Challenge-Kanal. Ist Gestern ja auch das Banner rausgekommen. Für Die, die den abonniert haben, haben es vielleicht schon gesehen. 429 Follower, auch der absolute Wahnsinn. Am Wochenende geht die erste Folge hoch, also online. Da zwei Infos, kurz für euch. Es wird nämlich zwei Verlosungen geben. Einmal, es wird mehrere Verlosungen sogar geben am Wochenende. Aber ihr sagt, schaltet unbedingt ein am Freitag bei Knife, mein Bundesliga-Kanal, mit Felicio, denn da wird ein Deutschland-Trikot verlost. Ein Original-Deutschland-Trikot wird verlost. Dann wird auf dem neuen Kanal, den ich euch gerade gezeigt habe, also auf Nico Ball, in der ersten. Folge direkt auch auf jeden Fall etwas verlost. In, ja Werdet ihr dann sehen. Also auf jeden Fall auch in dieser Kategorie was verlost. Und in der zweiten Folge auch. Das heißt, checkt unbedingt den neuen Kanal ab, wenn ihr das noch nicht getan habt. Und dann fangen wir jetzt erstmal an mit Josh Knight. Denn da ist jetzt tatsächlich der Transfer offiziell geworden. Hannover schnappt Werder Knight weg. So steht es zumindest. Äh, Werder aber wohl auch interessiert an Josh Knight, der wurde vor allen Dingen über ein Scouting-Profil ähm, gescoutet. Also durch seine eben Werte ist Hannover 96, ähm, also durch ein Scouting-Tool sozusagen, ist Hannover 96 Josh Knight schon länger aufgefallen. Und in diesem Scouting-Prozess und diese Daten und Werte, die da rausgesucht worden ist, hat wohl auch Werder gescoutet, denn auch Werder war ja wohl an ihm dran. An George Knight, hat eben sich auch an den Daten und Fakten, an den Werten orientieren lassen. Hat am Ende aber nicht zugeschlagen. Hannover hat jetzt eben zugeschlagen. Äh, man hat schon länger gehört gehabt, dass George Knight wohl nach Deutschland kommen wollte. Jetzt hat er sich eben für Hannover entschieden. Wird kommende Saison in der zweiten Bundesliga bei Hannover 96 spielen. Viel, viel Glück ihm. Äh, ich bin natürlich gar nicht mal so traurig. Ich habe ja die ganze Zeit gesagt, für mich ist das nur ein Kandidat. Wenn zum Beispiel irgendjemand geht und man dann jemand holen sollte, weiß ich nicht, ich finde allgemein in der IV musst du erst dann einen Innenverteidiger holen, wenn einer geht. Oder wenn du weißt, dass einer gehen wird. Wenn alle bleiben, brauchen wir zwangsweise für mich jetzt gerade nicht unbedingt einen neuen Innenverteidiger, wenn keiner gehen sollte. Das zumindest mal als ähm, ja, kleine, wie heißt es? Äh, ihr wisst, was ich meine. Du weißt, was ich meine. Wunderbar. Und dann geht es zu. Werder und Schalke kurz vor Einigung äh, bei Ablöse für Keke Top. Da gab es einige Artikel zu, einige Nachrichten zu. Wir haben ganz, ganz viele Leute schon darüber geschrieben gehabt. Keke Top, dieses Thema geht ja schon so ein bisschen länger jetzt hin und her, soll aber jetzt wohl auf die Zielgeraden sein. Werder und Keke Top sind sich mündlich einig, das habe ich schon vor einer Woche circa äh, euch ja erzählt gehabt, berichtet gehabt. Diese Einigung ist schon, ja, wie gesagt, seit circa einer Woche aktiv. Äh, das heißt, zwischen Werder und Keke Top ist alles klar. Die Vereine bzw. die Parteien, die sich hier noch nicht einigen konnten, waren eben Schalke und Werder im Zusammenhang. Das soll sich jetzt geändert haben. Da ist man sich wohl wirklich äh, angenähert und hat sich wohl auch auf eine Ablösesumme verständigt. Diese ist jetzt wesentlich geringer, als wie man zuletzt dachte. Denn zwischenzeitlich hat man ja bis zu 4 Millionen alles im Raum gehabt. Also 4 Millionen, muss man sowieso sagen, wäre für mich wirklich zu viel gewesen. Weil bei 4 Millionen musst du zumindest dich dann auch mit anderen Kandidaten noch beschäftigen, die dann zum Beispiel viereinhalb oder sowas kosten da auf dem Markt Gibt es eben einige. Top ist natürlich trotzdem Bremer und wollte zurück. Wir müssen auch an ihm dran sein. Er ist auch ein junges Talent. Es macht doch alles Sinn, aber versteht mich bitte nicht falsch. Bei 4, vier, 4,5 Millionen, da gibt es Spieler auch in einer anderen Kategorie, als in der zweiten Bundesliga ein junges Talent zu holen. Aber ich bin trotzdem sehr, sehr froh, dass wer da wohl das Rennen machen wird bei Top. Da wird es natürlich dann nochmal ein Video speziell geben, wenn das Ding fix ist, also final fix ist. Aktuell hat er einen Markt von 3 Millionen und jetzt soll die Ablösesumme sich wohl belaufen. Von niedrigste Quelle war. Kicker, glaube ich, die haben 1,5 Millionen berichtet. Transferman hat jetzt Bericht gehabt zwischen 2 und 2,5. Und das ist auch das, was, glaube ich, auch Sky berichtet hat. Also 2 bis 2,5 Millionen in diesem Bereich hat man jetzt alles gehört bei Top. In, diesem, in dieser Kategorie soll, wo die Ablöse liegen, also knapp unter 3 Millionen. Und unter 3 Millionen, habe ich schon letzte Woche gesagt, habe, würde ich ihn sofort verpflichten. Unter 3 Millionen, finde ich, kannst du es absolut machen. Die große Frage wird sein, als was verpflichtest du Top? Als Jemand, wo du sagst, wir bauen jetzt auf ihn, wir geben einem jungen Spieler die Chance, sich zu zeigen, er ist mit uns, für uns ein Zielspieler, ein Stammspieler-Kategorie oder ist es eben ein junges Talent, wo du sagst, Ey, der soll praktisch vielleicht als so eine Art Kovnatsky-Ersatz äh, agieren. Könnte man sich vielleicht auch vorstellen. Äh, was sehr, sehr spannend sein wird, ist, nehmen wir jetzt nun mal gerade an, Kovnatsky durch unten Jimmer bleiben. Haben wir natürlich komplett verschiedene Spielertypen, aber Keketopp, ein Jimmer, Kovnatsky und Jimmer, das ist. Habe ich jetzt Jimmer zweimal gesagt? Nee, ne? Kegetop Top, Duxch, Jimmer. So, jetzt haben wir es aber. Ähm, das ist für mich sehr, sehr schwierig einzuordnen. Vor allen Dingen, weil wir auch wahrscheinlich ein neues, eine neue Formation spielen werden. Da wäre zum Beispiel Justin Jimmer ja auch auf dem Flügel absolut geeignet. Kovnatski könnte auch Zielspielerkategorie sein, wäre aber eher Tendenzabschied, denke ich mal. Marco Gröhl würde sich ja dann auch noch in die Stürmerkategorie mit einreihen. Kegetop ist für mich dann der klare Zielstürmer. Duxch, keine Ahnung, wie man ihn dann plant. Deswegen, das bleibt hier ein ganz ganz spannendes Thema trotz dessen 192 20 Jahre jung Keke Top als sozusagen Art junger Völkug zu verpflichten da machst du überhaupt nichts verkehrt das ist genau das wo ich auch sage ja das musst du dann auch machen da musst du auch so drüber nachdenken das macht einfach prinzipiell Sinn und wir merken auch gerade, jetzt kommt wirklich langsam Fahrt hier rein. Alvero fix vermeldet worden, Keke Top auf der Zielgeraden, also Werder Bassett im Hintergrund. Man hat ja auch schon gehört gehabt, oder was das ist auch von Werder offiziell bestätigt, von Clemens Fritz, man will den Kader möglichst früh zusammenhaken, zusammen haben. Ich hoffe, dass dies wirklich vor der Vorbereitung grundsätzlich weitestgehend passiert. Natürlich gibt es hinten daraus immer mal Abgänge oder auch Möglichkeiten, wo du dann zuschlagen kannst. Können wir vor allen Dingen dann ja auch finanziell in diesem Sommer machen. Es werden auch mit Sicherheit der eine oder andere Abgang dazu kommen. Es wird auch bestimmte Interessenten noch geben für Romano Schmid, je nachdem, was er für eine EM spielt. Das wird auch noch sehr, sehr spannend werden. Und dann bin ich vor allen Dingen auch gespannt auf Romano Schmid, Marco Grühl, bei der EM diese beiden zu sehen. Gerade Offensivspieler verfolgt man sowieso noch mal mehr bei der EM. Also ist bei mir grundsätzlich einfach immer so. Velkovic wird auch spannend, ist ja bei vielen auch ein Abgangskandidat. Leo Bittencourt, weiter Abgangskandidat. Marvin Dursch, weiter mit einem Fragezeichen. Also wir haben schon auch viele Bausteine. Deswegen umso interessanter wird das Ganze. Ich freue mich aber, dass wir jetzt so langsam nach und nach auch fixe Sachen haben, wie jetzt eben mit Alvero und vielleicht dann heute Morgen, übermorgen, wer weiß, diese Woche mit Keke Top den nächsten. Was mich auf jeden Fall sehr, sehr freuen würde, wenn wir den deutschen U20 Nationalspieler holen und vielleicht dann irgendwann auch bei der Nationalmannschaft. Umso geiler wäre das, wenn er bei Bremen dann Nationalspieler werden würde. Also a ah, Nationalspieler. Schreibt mir mal eure Meinung zu kick-top unten in die Kommentare rein. Ich bin sehr sehr gespannt, was ihr zu sagen habt und dann kann ich euch sagen, verfolgt unbedingt diesen Kanal weiterhin, solltet ihr auch so machen, aber für die treuen Leute, die jetzt bis zum Ende dran geblieben sind, da verrate ich schon mal was. Ich werde auf meinem neuen Kanal wird es definitiv eine Verlosung geben für ein EM Trikot von Deutschland, ein äh, dieser diese EM-Trikot, ihr wisst, was ich meine, das weiße, so jetzt ist mir gerade, also, ihr wisst, was ich meine, das weiße EM-Trikot werden wir auf jeden Fall verlosen auf dem neuen Kanal. Und ich werde ein Werder-Trikot noch aus der jetzt Saison, also aus der abgelaufenen Saison mit allen Unterschriften, wird mit Sicherheit auch in der Verlosung sein. Am Wochenende werden einige Verlosungen für euch starten, am Wochenende und nächste Woche so übergreifend, sage ich mal. Einfach so ein bisschen zum einen als Dankeschön und zum anderen auch als Startschuss für die EM, damit wir so ein bisschen mehr Stimmung hier mit reinkriegen. Ganz wichtig, hier wird es EM-Videos in dem Sinne geben, wenn wer da Interessent, Interesse an einzelnen Spielern hat oder ich Spieler interessant finde oder ihr als Vorschläge. Dann zu Marco Rühl, Romano Schmid, Velkovic, das wird alles hier passieren. Alle EM-Livestreams werden bei Knife online sein. Das heißt, checkt bitte gerne Knife ab. Oder auch wie viele sagen, Niefe, so wird es nämlich geschrieben. Schaut da gerne mal vorbei, würde mich sehr, sehr freuen. Und seid am Freitag beim Livestream dabei. Da wird nämlich das erste EM-Trikot rausgehauen von dreien. Kann euch hier auch schon mal, ähm, hier mal kurz zeigen. Und da haben wir die drei auch schon liegen. Also, ihr seht schon die drei EM-Trikots. Und dann wird es die am Wochenende geben. Also. Freut euch drauf, Freunde. Ich freue mich auf jeden Fall auch sehr. Äh, es macht also absolut Sinn, auf all meinen Kanälen ein Abo da zu lassen. Hier bei Nico Ball, bei Knife, den ich zusammen mit Felicia habe und auch bei Instagram. Ich bin jetzt raus, euer Nico und ciao, ciao.